Рад вас видеть. Хорошо, что мы можем быть видимы даже в интернете. Es ist gut, dass wir sichtbar sind, auch im Internet. Мы приветствуем тех, кто нас смотрит в интернете. Wir begrüßen diejenigen, die uns online zuschauen. Или будет смотреть эту проповедь позже. Oder auch eine spätere Zeit, dass ich das anschauen werde. Хорошо, что вы к нам заглянули. Es ist gut, dass ihr dazu geschaltet habt. Если смотрите в интернете, wenn ihr uns im Internet aus zuschaut, не забудьте выразить свою эмоцию. Dann vergesst nicht, eine Emotion auszudrücken. Лучше всего так. Am besten natürlich mit Daumen hoch. Но даже так лучше, чем вообще никак. Aber auch Daumen runter ist besser als gar nicht. Поэтому каким-то образом реагируйте на то, что здесь говорится. Deswegen reagiert auf eine Weise auf das, was hier gesagt wird. И на то, что здесь происходит. Und auf das, was hier geschieht. Можете написать комментарий. Ihr könnt gerne einen Kommentar hinterlassen. Кстати, те, кто здесь в зале. Übrigens, diejenigen, die hier im Saal sind, хотите прокомментировать? Wenn ihr etwas kommentieren möchtet, онлайн тоже загляните. Dann könnt ihr gerne auch online gehen и прокомментируйте. Und das online kommentieren. Хорошо, что мы имеем возможность собираться. Es ist toll, dass wir eine Möglichkeit haben, uns zu versammeln. Здесь и в интернете. Hier, aber auch im Internet. Я сегодня продолжаю цикл проповедей. Ich werde heute mal diese Predigtenreihe fortführen. Рецепт собственной значимости. Die Befreiung zum wahren, или своей значимости. Zum wahren ich oder selbst. Или, так как с немецкого можно перевести, в поисках своего я. Ja. Сегодня das war der russische Titel und der deutsche Titel. Обычно мы отталкиваемся от определенной формулы. Wir gehen immer oder fangen immer von einer bestimmten Formel an. И эта формула говорит следующее. Und die Formel besagt Folgendes. Твоя значимость. Deine Bedeutsamkeit. Или то, кто ты. Oder der du bist. Определяется тем. Wird bestimmt durch. Что ты достиг. Deine Leistungen. Plus. Мнение окружающих о тебе. Die Meinung der anderen über dich. Мы говорили о том, что эта формула ошибочная. Wir sagen und wir haben das gesagt, dass diese Formel fehlerhaft ist. И кроме того, эта формула опасна. Und diese Formel ist mehr als das, denn sie ist auch gefährlich. Она опасна для здоровья. Sie ist gefährlich für die Gesundheit. Для душевного. Für die seelische Gesundheit. Духовного. Für die geistliche Gesundheit. И физического здоровья. Aber auch für die physische Gesundheit. Мы разбирали множество, уже много различных аспектов этой формулы. Wir haben unterschiedliche Aspekte dieser Formel behandelt. И каждый раз мы говорили о том, как нужно разорвать цепи. Und jedes Mal haben wir darüber gesprochen, wie man die Ketten zersprengen kann. Цепи, которые связывают нас. Die Ketten, die uns festhalten. И погружают нас в проблемы. Uns und uns in Probleme bringen. Мы говорили о том, что наше, кто мы на самом деле есть. Wir haben darüber gesprochen, wer wir wahrhaftig sind. И наша ценность определяется тем, как Бог нас видит. Und dass unsere Bedeutsamkeit bestimmt wird durch das, wie Gott uns sieht. И кто мы для Него. Und wer wir für ihn sind. Как Он к нам относится. Wie er sich uns gegenüber verhält. Какое место мы занимаем в Его мироздании. Welche Rolle oder welchen Platz wir einnehmen in seiner Weltschöpfung. Если вы не слушали предыдущие проповеди. Wenn ihr euch die vergangenen Predigten noch nicht angehört habt. Или пропустили какое-то из них. Oder vielleicht eine dieser Predigten verpasst habt. Я советую вам послушать. Dann gebe ich euch den Rat, das nochmal zu hören. Потому что это может изменить вашу жизнь. Denn das kann euer Leben verändern. Изменить ваше здоровье. Es kann eure Gesundheit verändern. Изменить ваши взаимоотношения с окружающими людьми. Eure Beziehung mit der Umwelt verändern. Если есть какие-то у вас дополнительные вопросы, wenn ihr zusätzliche Fragen habt, задавайте. Könnt ihr sie gerne stellen. Сегодня я хочу поговорить о еще одной, о том, что вытекает из этой формулы, еще нечто, что из этой формулы вытекает. Heute möchte ich über etwas Neues sprechen, was ebenfalls aus dieser Formel herausfließt. Мы когда думаем о том, что наша важность, наше значение равняется наши достижения плюс мнение окружающих. Wenn wir schauen und denken, dass unsere Bedeutsamkeit, unsere Würde gleichgesetzt ist mit unseren Leistungen plus der Meinung der anderen über uns. У нас есть искушение посмотреть на себя. Sind wir verführt, auf uns so zu schauen?
с точки зрения наших предыдущих неудач. Aus der Perspektive unserer vergangenen Misserfolge. И тогда мы приходим к такому выводу, можем прийти к такому выводу. Und dann könnten wir zu der folgenden Schlussfolgerung kommen. Я такой, какой я есть. Ich bin, wie ich bin. И это определяет, то есть я такой, как я был и есть. Ich bin, wie ich war und wie ich jetzt bin. И это меня определяет. Und genau das bestimmt mich. Это определяет, кто я. Das bestimmt, wer ich bin. И я не могу измениться. Und ich kann mich nicht verändern. И все безнадежно. Und es gibt keine Hoffnung. Я хочу еще раз повторить это. Ich möchte nochmals wiederholen. Я такой, какой я был и есть. Ich bin, wie ich war und wie ich jetzt bin. И это определяет, кто я. Und das bestimmt, wer ich bin. И я не могу измениться. Und ich kann mich nicht verändern. И все безнадежно. Und es gibt auch keine Hoffnung. И мы оказываемся в определенных оковах безнадежной, безысходности. Und wir finden uns in diesen Ketten der Hoffnungslosigkeit wieder. Которые приводят нас, die uns dazu führen, к неправильной самооценке. Dass wir uns falsch einschätzen. Мы смотрим назад. Wir schauen zurück. И видим там наши неудачи, unsere Misserfolge, несовершенства, unsere Unvollkommenheit, ошибки, unsere Fehler, грехи, unsere Sünde и так далее. Und so weiter. Мы видим проблемы детства. Wir sehen die Probleme der Kindheit. Мы видим проблемы юности. Wir sehen die Probleme der Jugend. Мы видим неудачные взаимоотношения с другими людьми. Wir sehen, ja, misslungene Beziehungen mit anderen Menschen. Мы видим неудачную семью. Wir sehen eine misslungene Familienkonstellation. Мы видим кучу всего негативного. Und ganz viele andere negative Dinge. И что важно понимать? Und was wichtig ist zu verstehen. Именно вот это негативное. Genau dieses Negative. Оно больше остается в нашем сознании. Das wird noch mehr in unserem Bewusstsein hinterlegt. И из года в год мы строим свое самосознание, глядя назад. Und Jahr für Jahr bauen wir unsere Selbst, ja, Anschauung sozusagen. Indem wir nach hinten schauen, zurückschauen. И смотрим назад на свои собственные несовершенства. Und wir schauen auf unsere eigenen, ja, Misserfolge, Unvollkommenheiten. Год за годом. Jahr für Jahr. День за днем. Tag für Tag. Десятилетие за десятилетие. Jahrzehnte für Jahrzehnte. Человек как-то движется к тому, чтобы определить себя тем, что плохое было в прошлом. Bewegt der Mensch sich in die Richtung, dass er sich selbst bestimmt durch das, was das Negative, was vergangen ist und was passiert ist. Может быть, это не всех вас касается. Vielleicht gilt es nicht für jeden von euch. Но я думаю, многих. Aber ich denke, viele. Другие могут не знать о наших неудачах. Könnten vielleicht gar keine Ahnung von unseren Misserfolgen haben. Мы здесь, в этом зале. Wir sitzen hier alle im Saal. Или тем более в интернете. Und vor allem im Internet. Мы смотрим друг на друга. Wir schauen uns gegenseitig Или an. Вы смотрите на меня. Oder ihr schaut uns an. На Катю. Mhm. На другого человека, Oder которого auf andere вы здесь Menschen, видели. Die ihr hier seht. И вы думаете. Und ihr denkt. Классно, какие успешные люди. Wow, was für erfolgreiche Menschen. Он складно говорит. Er spricht so deutlich. Она замечательно переводит. Sie übersetzt so hervorragend. Они так чудно поют. Sie singen alle so toll. У них все классно, у них все хорошо. Bei denen ist alles großartig und gut. Мы не знаем о том, что было плохого в нашей жизни до сегодняшнего дня. Wir wissen nicht von dem Schlechten, was bis zum heutigen Tag in unserem Leben war. Мы одеваем маски, мы их носим. Wir tragen unsere Masken und wir tragen unsere Masken. Почему? Warum? Потому что мнение окружающих для нас важно. Weil die Meinung der anderen wichtig für uns ist. И оно зависит от наших успехов. Und das hängt von unseren Leistungen und Erfolgen ab. Мы участвуем в постоянном маскараде. Wir spielen oder nehmen an einer ständigen Maskerade teil. Другие могут не знать о твоей проблеме. Die anderen mögen vielleicht gar nichts von deinem Problem wissen. Или о твоей неудаче. Oder von deinem Misserfolg.
Но ты об этом знаешь. Aber du weißt es. Ты об этом знаешь лучше всех. Du weißt es besser als jeder andere. И именно это может определять твое сознание. Und ausgerechnet das könnte dein Bewusstsein bestimmen. И у этого есть трагические последствия. Und das könnte tragische Folgen mit sich haben. Одно из них, eine der Folgen, это чувство неполноценности. Ist ein Gefühl von, ja, Unvollkommenheit. Да, то есть какой-то, ну то есть я хуже, чем другие. Minderwertigkeit. То есть вот он лучше. Er ist besser. Вот она лучше. Sie ist besser. Они красивее. Sie sind schöner. Они умнее. Sie sind schlauer. Они организованнее. Sie sind organisierter. У них все лучше получается. Ihnen gelingt alles besser. К ним лучше относятся. Man behandelt sie besser. У них лучше дети. Sie haben bessere Kinder. У них лучше семья. Sie haben eine bessere Familie. У них больше зарплата. Sie haben ein größeres Gehalt. А я ничего не могу. Und ich kann gar nichts. У меня плохо. Bei mir ist alles schlecht. И опять мы возвращаемся к этому же выражению. Und wir kehren wieder zurück zu dieser Aussage. Я такой, какой я есть. Ich bin einfach so, wie ich bin. Я такой, как я был. Und ich bin so, wie ich war. И я не могу измениться. Und ich kann mich nicht verändern. И все безнадежно. Und es gibt keine Hoffnung. Безысходно. Eine Auswegslosigkeit. И это определяет, кто я. Und das bestimmt, wer ich bin. И я начинаю думать о себе хуже. Und ich fange an, schlechter über mich zu denken. Я начинаю думать о себе плохо. Ich fange an, generell schlecht über mich zu denken. Помогает это мне иметь вдохновение? Hilft es mir irgendwie inspiriert zu sein? Облегчает это мою жизнь? Erleichtert es mir das Leben? Я вчера читал в одной статье. Ich habe gestern in einem Artikel gelesen. Что человек, у которого депрессия, dass ein Mensch, der Depression hat, у него шанс инфаркта такой же, как у человека с пороком сердца. Ein Mensch, der Depression hat die gleiche Chance auf einen Herzinfarkt, как человек, у которого сердечные проблемы. Wie ein Mensch, der Herzprobleme hat. Если у нас вот этот комплекс неполноценности, wenn wir diese Minderwertigkeitskomplex also haben, и это погружает нас в уныние, und das führt uns zu einer tiefen Trauer, это опаснее, чем повышенное давление. Dann ist es gefährlicher als ein erhöhter Blutdruck. Это опаснее, чем повышенный холестерин. Es ist gefährlicher als erhöhter Cholesterinspiegel. Это опаснее, чем врожденные проблемы с сердцем. Das ist gefährlicher als eingeborene sozusagen Herzprobleme. И это опаснее. Und es ist gefährlicher. Чем коронавирус. Als das Coronavirus. Это опасность. Das ist eine Gefahr. Это опасность не только для нашего морального и духовного состояния. Nicht nur für unseren moralischen und geistlichen Zustand. Это опасность для нашего физического состояния. Sondern auch für unseren physischen Zustand. И это опасно для жизни. Und für das Leben allgemein. Знаете, когда высокое напряжение, там рисуют такой череп с косточками. Wisst ihr, wenn da eine Anspannung oder Ladung ist, dann wird es immer gekennzeichnet mit einem Totenkopf mit zwei Knochen. Или что-то подобное. Oder etwas Ähnliches. Правда, я не помню, как это делают в Германии, но я так вырос. Ich erinnere mich nicht mehr, wie das in Deutschland ist, aber so bin ich aufgewachsen. Но я вырос так, что если есть желтый знак и на нем череп и косточки скрещенные. Ich bin so aufgewachsen, dass wenn ich ein Zeichen sehe mit ein gelbes Zeichen mit einem Totenkopf mit diesen Knochen, то не подходи туда. Dann bedeutet es, halte dich fern davon. Руки туда не протягивай. Und streck dich auch nicht danach aus. Так вот. Also. Вот эта формула, вот это, то есть вот это представление. Diese Vorstellung. Я такой, как я был, и такой, как есть. Ich bin so, wie ich war. Ich bin so, wie ich bin. И я не могу измениться. Und ich kann mich nicht verändern. И все безнадежно. Und es gibt keine Hoffnung mehr. Вот это вот постоянное смотреть назад и определять себя своими прошлыми неудачами. Dieses ständige Zurückblicken und sich selbst bestimmen lassen durch die Fehler und Misserfolge der Vergangenheit. Должно быть помечено желтым знаком. Das sollte ebenfalls mit diesem gelben Zeichen gekennzeichnet sein. Черепом. Mit einem Totenkopf. Und den Knochen. Не подходи. Halte dich fern davon. Не трогай. Komm nicht näher und fass es nicht an. Убьет. Das bringt dich um. Okay? Следующее последствие. Eine weitere Folge ist. Это разрушительное поведение и привычки. Das könnten zerstörerische, Benehmensweisen sein oder Gewohnheiten.
Если я ничего не могу изменить, wenn ich nichts verändern kann, и я такой, какой я есть, und ich bin so, wie ich bin, зачем даже напрягаться? Warum sollte ich mir die Mühe geben? Буду жить, как живу, dann lebe ich einfach, wie ich lebe. И зачем делать доброе? Und warum sollte ich überhaupt was Gutes tun? Зачем напрягаться быть лучше? Warum sollte ich mir Mühe machen, besser zu werden? Живи, как живется. Lebe einfach, wie es sich leben lässt. Это ведет к разрушительному поведению. Das führt zu zerstörerischem Benehmen. По отношению к другим людям. Zu anderen Menschen. И по отношению к самому себе. Und sich selbst. Я всегда курил, буду дальше. Ich habe schon immer geraucht, also rauche ich einfach weiter. Напиться, какая проблема? Mich zu betrinken, wo ist das Problem? Если я все равно хочу иметь если я хочу все равно получать удовольствие, wenn ich sowieso einen Genuss verspüren möchte, то я буду ходить от женщины к женщине, dann werde ich von Frau zu Frau wandeln, и буду получать себе сколько угодно удовольствия, und werde so viel Genuss bekommen, wie ich möchte, потому что все равно ничего не изменится, denn es verändert sich sowieso nichts. Мы подводим себя к обрыву таким образом. Wir führen uns selbst zum Abriss, Abgrund. Потому что плохие привычки могут уничтожать наше тело. Denn diese schlechten Gewohnheiten können unseren Körper zerstören. Потому что они могут убивать нас со временем. Sie können uns mit der Zeit umbringen. И потому что они разрушают нашу духовность. Und weil diese Gewohnheiten auch unsere Geistlichkeit zerstören. И они вредят нашей душе. Und unserer Seele, ja. Schlechtes bringen. Следующая опасность, eine nächste Gefahr, это жалость к себе, ist das Selbstmitleid. Я такой, какой я был, ich bin so, wie ich war, и есть, und wie ich bin, я не могу измениться, und ich kann mich nicht verändern. Мне себя жаль. Jetzt bemitleide ich mich. Безысходность, eine Auswegslosigkeit. Я поплачу о себе. Ich werde ein bisschen weinen. Я пожалею über mich selbst. Я просто пожалею себя. Und ich werde mich selbst bemitleiden. Я буду в этом сидеть. Und ich werde darin sitzen bleiben. И мне, по крайней мере, мне может так будет легче. Und vielleicht wird's mir dadurch besser gehen. К чему это приводит? Wohin bringt das oder führt das? Я фокусируюсь на себе. Ich fokussiere mich auf mich selbst. И на своих проблемах. Und auf meine Probleme. Я становлюсь эгоистом, ich werde zu einem Egoisten, который только о себе думает, der nur über sich selbst nachdenkt. И я не готов помочь другим. Und ich bin nicht bereit, anderen Menschen zu helfen. Я не готов понять страдания и скорби других людей. Ich bin nicht bereit, das Leiden der anderen zu verstehen. Я не могу быть, то есть я не готов быть добрым, таким, как Бог меня хочет видеть для других. Ich bin nicht bereit, so gut zu sein, wie Gott mich sieht für andere Menschen. И здесь есть один подводный камень. Und hier ist eine Falle. Которая состоит в том, что мы, думая о себе и концентрируя все наше внимание на себе, wenn wir uns auf uns selbst konzentrieren, мы продолжаем смотреть назад, schauen wir wieder zurück, и на сейчас, und auf das Jetzt, и мы видим что? Und was sehen wir? Наши неудачи. Wir sehen nur unsere Misserfolge. Наши проблемы. Unsere Probleme. То, что у нас, то, какие мы несовершенные. Wie unvollkommen wir sind. И какая несовершенная наша жизнь. Und wie unvollkommen unser Leben ist. Проблема? Es ist ein Problem. Следующее последствие. Eine weitere Folge ist. Пассивность. Die Passivität. Зачем мне что-то делать? Warum soll ich überhaupt etwas machen? Зачем я должен быть с другими? Warum sollte ich überhaupt in Gemeinschaft mit anderen sein? Зачем я должен проявлять инициативу? Warum sollte ich eine Initiative ergreifen? Зачем я должен выходить за рамки того, где я безопасен? Вот все, вот так оно идет и идет. Warum sollte ich den Rahmen sozusagen verlassen, wo ich mich sicher fühle? Зачем я должен встречаться с этой девушкой? Warum sollte ich diese Frau treffen? Зачем я должна встречаться с этим парнем? Warum sollte ich diesen Mann treffen? Все равно мой внешний вид не устроит. Mein Äußeres wird sowieso nicht gut genug sein. Все равно я не столько зарабатываю. Ich verdiene sowieso noch nicht genug Geld. Все равно я не так готовлю. Ich koche vielleicht noch nicht gut genug. Все равно я
То есть я такой, какой я есть. Ich bin einfach so, wie ich bin. И все безнадежно. Und es gibt keine Hoffnung. Потому что измениться не получится. Denn man kann sich nicht ändern. Что происходит? Und was passiert dann? Мы проходим мимо многих замечательных шансов, которые Бог нам дает. Wir verpassen oder ja, wir verpassen einfach ganz viele großartige Möglichkeiten, ja, die Gott uns gibt. Мы просто упускаем шансы. Wir verpassen unsere Chancen, wir gehen an ihnen vorbei. Шансы на хорошую семью. Die Chance auf eine gute Familie. Шансы на хорошую работу. Die Chance auf eine gute Arbeit. Шансы на крепкую дружбу. Die Chance auf eine feste Freundschaft. Шансы на то, что мы можем быть в обществе. Die Chance, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Шанс на наполненную радостью и общением жизнь. Die Chance auf ein Leben, das erfüllt ist mit Freude und Gemeinschaft. Я все равно никому не нужен. Man braucht mich sowieso nicht. У меня все равно ничего не получится. Ich kann sowieso nichts. Зачем пробовать? Warum sollte ich mir die Mühe machen? Они меня все равно не примут. Und es ausprobieren, man wird mich sowieso nicht annehmen. И для этой работы я недостаточно квалифицированный. Und für diese Arbeit bin ich nicht qualifiziert genug. Поэтому я даже не попробую. Deswegen werde ich das nicht einmal versuchen. Вы видите опасность? Seht ihr die Gefahr? Пройдут годы. Es werden Jahre vergehen. Пройдут десятилетия. Es werden Jahrzehnte vergehen. И для семьи будет поздно. Und für die Familie wird es zu spät sein. И для работы будет поздно. Und für die Arbeit wird es zu spät sein. И для дружбы будет поздно. Auch für Freundschaft wird es zu spät sein. И вы опять оглянетесь назад. Und ihr werdet wieder zurückschauen. Как вы делаете всю свою жизнь. So wie ihr das euer ganzes Leben lang macht. И вы пожалеете себя. Und ihr werdet euch selbst bemitleiden. И вы скажете. Und sagen. Ну я же говорил. Ich hab's doch gesagt. Оно так и, вот как я говорил, так и получилось. Und genau das hat sich auch erfüllt. Бог мне не дал. Gott hat es mir nicht gegeben. Или оно не сработало, или oder ничего все равно не получилось. Es ist sowieso nichts gelungen. Опасность. Eine Gefahr. Следующая проблема. Das nächste Problem. Или последствия. Oder Folge. Мы уже немножко этого касались. Wir haben das bereits angeschnitten gehabt. Самоизоляция. Das ist die Selbstisolation. Я не пойду к другим. Ich werde nicht zu anderen gehen. Потому что они все, я недостаточно хороший для них. Weil ich einfach nicht gut genug für die anderen bin. Я недостаточно умный. Ich bin nicht intelligent genug. Недостаточно социально активный. Nicht sozial aktiv genug. У меня нету веселых хобби или хороших хобби. Ich habe keine guten oder erfreulichen Hobbys. Я не могу быть тем, кому все рады. Ich kann nicht die Person sein, über die man sich freut. Когда люди со мной, они не обязательно смеются. Wenn Menschen mit mir sind, dann lachen sie nicht unbedingt. Лучше я буду сам по себе. Es ist besser, wenn ich für mich selbst чем bleibe. Чем терпеть дополнительные неудачи. Um weitere Misserfolge zu erleiden. Самоизоляция. Die Selbstisolation. Вредна для здоровья. Ist gesundheitsgefährdend. Мы об этом говорили, я об этом проповедовал. Wir haben auch darüber schon gesprochen. Это то, почему вот этот COVID, коронавирус так опасен. Das ist auch einer der Gründe, warum COVID so gefährlich ist. Потому что он людей изолировал, то есть вот это все меры, которые были приняты, они изолируют людей друг от друга. Weil all diese Maßnahmen, die ergriffen werden mussten, die Menschen voneinander isolieren. Мы говорили неоднократно, что человек создан Богом для того, чтобы быть в обществе. Wir haben mehrmals darüber gesprochen, dass Gott den Menschen erschaffen hat, damit in der Gesellschaft, in einer Gemeinschaft lebt. Самоизоляция противоречит самому творению Божьему. Die Selbstisolation widerspricht der Schöpfung Gottes. И вредит нашему здоровью. Und es schadet unserer Gesundheit. И вредит нашей психике. Und der Psyche. Это опасность. Das ist eine Gefahr. Следующее последствие. Eine weitere Folge. Зависимость от других. Ist die Abhängigkeit von anderen. Это может быть член семьи. Das könnte ein Familienmitglied sein. Или друг. Oder ein Freund. Или на работе человек. Oder jemand von der Arbeit. Мы хотим угодить другим. Wir wollen es anderen recht machen. И мы хотим быть нужными и важными. Und wir wollen bedeutsam und wichtig sein. Мы смотрим назад. Wir schauen zurück. И мы говорим, мы вот такие, какие мы есть. Und wir sagen, wir sind so, wie wir sind. И ничего не может измениться. Und es wird sich nichts verändern können. Все безысходно и безнадежно. Es ist alles hoffnungslos und ausweglos. Ну хотя бы я попытаюсь быть хоть кому-то нужным, хоть
где-то важным. Aber ich versuche wenigstens einer Person wichtig zu sein, dass sie mich braucht. Чтобы мне бы, чтобы так чувствовать себя, чтобы мне чувствовать себя лучше. Damit ich mich besser fühlen kann. И мы пытаемся угодить другому члену семьи. Und wir versuchen einem anderen Familienmitglied das Recht zu machen. Мы пренебрегаем всеми своими интересами. Wir ja ignorieren sozusagen all unsere Interessen. Мы даем, то есть мы даем другому, может быть, другу или коллеге издеваться буквально над нами. Wir erlauben es unseren Freunden oder Kollegen ja uns zu quälen. Потому что мы пытаемся всячески угодить. Weil wir mit allen möglichen Mitteln versuchen, es anderen recht zu machen. Мы хотим чувствовать себя важными, мы хотим чувствовать себя нужными хоть где-то. Wir wollen uns wichtig und gebraucht fühlen, wenigstens irgendwo. И часто люди, которым мы это хотим делать, und oftmals sind die Menschen, für die wir das tun wollen, они оказываются в положении, когда они могут нами манипулировать. Diese Menschen finden sich in der Position wieder, dass sie uns manipulieren können. Знаете, один из самых распространенных приемов манипуляции? Wisst ihr, eine der weit verbreitetsten Methoden der Manipulation? Ты думаешь только о себе. Ist, wenn man sagt, du denkst nur an dich selbst. Слушайтесь в эту фразу. Hört mal in diese Phrase hinein, in diesen Ты Satz hinein. Ты думаешь только о себе. Du denkst nur an dich selbst. Человек с проблемой, о которой мы говорим. Ein Mensch, der ein Problem hat, über das wir jetzt die ganze Zeit какая sprechen. Какая его реакция? Wie ist seine Reaktion? Нет! Nein! Я не хочу, чтобы ты так считал. Ich will auf gar keinen Fall, dass du so denkst. Я, это же неправда, это не так. Das stimmt doch überhaupt nicht. Я, наверное, сделал что-то не так. Опять. Vielleicht habe ich irgendetwas falsch getan, И нами wieder. Манипулируют таким образом. Und auf diese Weise werden wir manipuliert. Нами могут манипулировать так наши жены и мужья. Unsere Ehepartner können auf diese Weise manipulieren. Дети. Unsere Kinder. Внуки. Unsere Enkelkinder. Родители. Unsere Eltern. Друзья. Unsere Freunde. Начальство на работе. Unsere, ja, Arbeitgeber. Или просто наш коллега. Oder einfach nur Arbeitskollegen. Да кто угодно. Wer auch immer. Ты думаешь только о себе. Du denkst nur an dich selbst. Ой, вей. Oh-oh. Это не так. Das stimmt nicht. Я сделаю все, чтобы это считали по-другому. Ich werde alles tun, damit man auf, anders denkt. И еще одно последствие. Und eine weitere Konsequenz oder Folge. Это когда человеку становится вообще наплевать на свой внешний вид. Ist, wenn es den Menschen auf einmal ganz egal ist, wie er äußerlich aussieht. Я все равно некрасивый. Ich bin sowieso nicht schön. Какая разница, как я буду одет? Ist doch vollkommen egal, wie ich angezogen bin. Какая разница, какая у меня будет прическа? Es ist doch vollkommen egal, was für eine Frisur ich haben werde. Все равно ничего не изменится. Es wird sich sowieso nichts verändern. Может быть, некоторым это знакомо. Vielleicht kennen das einige. Если вы в себе это видите, wenn ihr das in euch seht, идите хорошо, оденьтесь. Dann geht und zieht euch einfach schick an. Женщины, накрасьтесь, приведите себя в порядок. An die Frauen, ihr könnt euch gern schminken und irgendwie ja hübsch machen. Можно что-то поменять. Man kann was verändern. Но это не основное изменение, о котором мы сегодня будем говорить. Aber das ist nicht die grundlegendste Veränderung, über die wir heute sprechen. Это не самое основное решение проблемы. Und das ist auch nicht die grundlegendste Lösung des Problems. Просто красиво одеться, einfach nur sich schick zu machen, и хорошо накраситься, und sich zu schminken, сделать хорошую прическу, eine hübsche Frisur zu machen, помыться для того, чтобы нормально пахнуть, sich zu waschen. Um ja angenehm zu riechen. Это может помочь на внешнем уровне. Das könnte auf der äußerlichen Ebene helfen. И это хорошо. Und das ist gut. Но это не поможет радикально решить проблему. Aber das wird nicht radikal helfen. Для того, чтобы ее решить радикально, um das Problem radikal zu lösen, нужно посмотреть в ее корень, muss man sich die Wurzel anschauen. И кое-что из Библии в этом плане применить. Und etwas aus der Schrift, aus der Bibel anwenden. Кстати, übrigens, вот эта вот формула, которую diese я говорил, Formel, von der ich jetzt gesprochen hatte, я такой, какой я есть, ich bin so, wie ich такой, bin, как был, ich bin so, wie ich war, и это определяет, кто я, und das bestimmt, wer ich bin, и я не могу измениться, und ich kann nichts ändern, и все безнадежно, und es gibt keine Hoffnung, она содержится в Библии. Diese Formel finden wir in der Bibel. Вот потрясающе. Einfach großartig. Она есть в Библии. Diese Formel gibt's in der Bibel. Пророк Иеремия, 13 глава, 23 стих.
Im Propheten Jeremia im 13. Kapitel. Пророк Иеремия цитирует одну древнюю восточную поговорку. Кого? Поговорку? Поговорку, да. Der Prophet Jeremia zitiert eine uralten, ein uraltes Sprichwort. 13 глава пророка Иеремии. Jeremia, 13. Kapitel. Иеремия, 13 глава. Я буду читать с 23 стиха по 24. Здесь говорится о наказании Израиля за грехи. Hier ist die Rede von der Bestrafung Israels für die Sünden, die sie getan haben. То есть Бог гневается на Израиль. Gott ist also zornig über Israel. И наказывает. Und bestraft es. Мы сегодня слышали хороший комментарий к Торе. Wir haben ein gutes Kommentar zur Tora gehört heute. О том, как Моисей должен был подготовить народ. Darüber, wie Moshe das Volk vorbereiten sollte. К тому, чтобы народ жил в земле, в мире. Zu dem, wie das Volk in dem verheißenen Land zu leben hätte. У Моисея не получилось. Und Moshe ist es nicht gelungen. И у других поколений тоже не получилось. Auch bei den anderen Generationen ist es nicht gelungen. И мы читаем с 22 по 24 стихи. Also wir fangen mit dem 22. Vers im Kapitel 13. И если скажешь в сердце твоем, за что постигло меня все это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, дочь Сиона, обнажены пяты твои. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Und wenn du dann in deinem Herzen sprichst, warum ist mir das zugestoßen, so sollst du wissen, wegen der Größe deiner Sünden wurden dir deine Säume aufgedeckt und deine Fersen mit Gewalt entblößt. Kann wohl ein Mohr seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken? Dann könnt ihr auch Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Darum will ich sie zerstreuen wie Stoppeln, die vor dem Wüstenwind dahintreiben. Эфиоплянин изменить свою кожу? Könnte ein Mohr seine Haut verändern? Может человек с белой кожей стать чернокожим? Könnte Или ein наоборот? Mensch mit heller Haut seine Haut dunkel verwandeln? Oder andersherum? Я не буду на глупые комментарии отвечать, извините. Ответ у людей в то время Die Antwort der Menschen zu dermaligen Zeit был, что это невозможно. War, dass es nicht möglich ist. Древняя поговорка гласила, Dieses alte Sprichwort besagte, кожу, то есть цвет кожи поменять нельзя. Die Hautfarbe lässt sich nicht ändern. И барс не может поменять свои пятна. Und ein Leopard kann seine Flecken nicht verändern oder verwandeln. Такой ты есть. So wie du warst, такой ты был, so wie du bist, ты не можешь измениться. Und du kannst dich nicht verändern. Я могу себе представить, до какой степени в депрессивном состоянии, в подавленном состоянии был Иеремия. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, in was für einer depressiven Lage oder in einem depressiven Zustand Jeremia gewesen sein muss. Который мог забыть о том, что сказано в Торе. Der vergessen konnte, was in der Tora geschrieben steht. Dass ich euer Herz beschneiden werde. Dass ihr in den Geboten wandeln werdet. Dass die Sünden nicht mehr da sein werden. Wie konnte er vergessen, was durch Jesaja gesagt wurde? Dass er die Sünden von uns entfernen wird und ein neues Leben gegeben wird.
Wenn man Jeremia und Jesikel через которого Бог говорит, durch die Gott spricht, я дам вам новый дух. Ich werde einen neuen Geist geben. И это у Иеремии тоже присутствует. Auch bei Jeremia findet man diese новое Stellen. Сердце. Ein neues Herz. Новую жизнь. Ein neues Leben. Праведность. Die Gerechtigkeit. Вот этот вот отрывок, который мы только что прочли. Dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Запомните этот отрывок. Erinnert oder merkt euch diesen Abschnitt. Иеремия, 13 глава, 23 стих. Jeremia, 13. Kapitel, im 23. Vers. Это древняя поговорка. Das ist eine uralte Sprichwort. Которая не соответствует Божьей действительности. Das nicht der Realität Gottes entspricht. Это не что иное. Das ist nichts anderes. Как размышление уставшего от жизни и проблем пророка. Als nur ja Gedanken eines vom Leben erschöpften Propheten. Которое в тот момент соответствовало ощущениям реальности. Was sich damals zum gegebenen Zeitpunkt real angefühlt hat. Но не соответствовало универсальному Божьему плану. Aber nicht dem universellen Plan Gottes entsprochen hat. Когда нам грустно. Wenn es, ja, wenn wir traurig sind, тогда яркими буквами в нашей жизни может загореться эта фраза. Dann könnte mit ja ganz bunten und leuchtenden Buchstaben diese Phrase in unserem Leben erscheinen. Я такой, какой я был. Ich bin so, wie ich war. И есть. Und wie ich bin. Я не могу измениться. Ich kann mich nicht verändern. Все безнадежно. Und es gibt keine Hoffnung. И это определяет, кто я. Und das bestimmt, wer ich bin. Божий ответ в Мессии Иешуа на это. Die Antwort Gottes in unserem Messias Yeshua. Это возрождение. Ist die Wiedergeburt. Вы помните, сколько раз в книгах Нового Завета? Erinnert ihr euch daran, wie oft in den Büchern des Neuen Testaments? Говорится о том. Darüber gesprochen wird. Вы были такими. Ihr wart so. Но сейчас. Aber jetzt. В Мессии Иешуа. Im Messias Yeshua. Да мы сегодня даже в комментарии в Торе слышали из Ефесян 2 главы. Sogar heute haben wir aus dem Epheserbrief im 2. Kapitel beim Kommentar gehört. Раньше вы были такими. Früher wart ihr so. А сейчас вы. Jetzt. Раньше вы были чужие. Früher wart ihr fremd. Сейчас свои. Jetzt seid ihr die eigenen. Раньше вы были отделены. Früher wart ihr ausgeschlossen. А теперь вместе с этим. Jetzt seid ihr hinzugetan. Раньше вы были во грехе. Früher wart ihr in der Sünde. А теперь прощены. Jetzt ist euch vergeben. Вы были раньше блудники. Früher wart ihr Unzüchtige. А теперь больше нет. Jetzt nicht mehr. Вы были раньше наркоманы и алкоголики. Ihr wart früher alkoholabhängig oder drogenabhängig. Но это было раньше. Aber das ist die Vergangenheit. А теперь все по-другому. Jetzt ist alles neu. Ну, читайте Новый Завет. Ihr könnt es im Neuen Testament lesen. И вы увидите там все время это. Und ihr werdet das immer wieder antreffen. Раньше было так. Früher war es so. А теперь по-другому. Jetzt ist es anders. И когда ты читаешь Новый Завет, Und wenn du das Neue Testament liest, вспомни, что это все было предсказано в Танахе. Erinnere dich daran, dass das alles vorhergesehen war im Tanach. Через пророков. Durch die Propheten. Новое сердце. Ein neues Herz. Новая жизнь. Ein neues Leben. Новое рождение. Eine neue Geburt. Новое творение. Eine neue Schöpfung. Это все было предсказано. Das alles wurde vorhergesagt. И все исполняется в Иешуа. Und das alles erfüllt sich in Иешуа. И когда ты это будешь читать. Und wenn du das lesen wirst. Вспомни эту дурацкую формулу. Erinnere dich an diese blöde Formel. Я такой, как я был. Ich bin so, wie ich war. Такой, как я есть. Ich bin so, wie ich bin. Я не могу измениться. Ich kann nichts ändern. Все безнадежно. Und es gibt keine Hoffnung. И это определяет, кто я есть. Und das bestimmt, wer ich bin. Ложь. Das ist eine Lüge. Сатанинская ложь. Eine satanistische Lüge. Второе послание Коринфянам. Im 2. Korintherbrief. 5 глава. Im 5. Kapitel. Второе послание Коринфянам, 5 глава. 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Давайте прочтем с 14 по 19 стихи. Lasst uns die Verse 14 bis 19 lesen. Ибо любовь Мессии объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Машиах за всех умер. Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Мессию по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто в Мессии,
тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иешуа Мессии, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому Бог в Мессии примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Verse 14 bis 19. Denn die Liebe des Messias drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch den Messias nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand im Messias, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jeschua, den Messias, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Messias war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Messias дает нам новую жизнь. Der Messias gibt uns ein neues Leben. Жизнь не та, которая была раньше. Nicht das Leben, das früher gewesen ist. Это не просто то, что происходит, это не просто программа самоулучшения. Das ist das, was geschieht, ist kein Programm der Selbstverbesserung. То есть я прохожу какой-то курс терапии. Ich werde einen Kurs oder eine Therapie machen. Я пытаюсь себя как-то настраивать. Ich versuche mich selbst irgendwie einzustellen. Я общаюсь в каком-то обществе. Ich habe irgendwie ja Gemeinschaft mit einer bestimmten Gesellschaft. Это все может помочь. Das alles kann helfen. Но это не то, что делает Иешуа. Aber das ist nicht das, was Иешуа tut. Иешуа радикально изменяет жизнь. Иешуа verändert radikal das Leben. Он дает новую жизнь. Er gibt das neue Leben. Это возрождение, это рождение свыше. Das ist die Wiedergeburt, die Geburt vom Neuen, vom Oben. Оно же рождение заново. Die Wiedergeburt. И когда мы это понимаем, und wenn wir das begreifen, то мы знаем, и мы об этом неоднократно говорили, und dann wissen wir, und wir haben oftmals darüber gesprochen, что ты, дитя Бога, dass du ein Kind Gottes bist. Ты друг Машеха. Du bist ein Freund des Messias. Ты оправдан. Du bist gerechtfertigt. Ты соединен с Богом. Du bist mit Gott versöhnt oder vereint. Ты имеешь Святой Дух. Du hast den Heiligen Geist. Ты принадлежишь Богу. Du gehörst Gott. Ты член тела Мессии. Du bist ein Teil des Leibes vom Messias. Ты святой. Du bist heilig. Ты имеешь доступ к Богу всегда. Du hast ständigen Zugang zu Gott. Ты свой для Бога. Du bist der Gottes. Ты имеешь в Мессии полноту. Im Messias hast du die Fülle. Ты полностью прощен. Dir ist vollkommen vergeben. Ты праведен. Du bist gerecht. Ты навсегда свободен от осуждения. Du bist für immer befreit von jeglicher Verurteilung. Все содействует к твоему благу. Alles dient dir zum Wohl. Никто не может перед Богом тебя обвинить. Niemand kann vor Gott dich anklagen. И никто не может тебя отлучить от Бога. Und niemand kann dich von Gott trennen. Ты утвержден в Мессии. Du bist gefestigt im Messias. Спрятан в Мессии в Боге от всех опасностей. Du bist im Messias, in Gott versteckt vor jeglicher Gefahr. Твое жительство, место жительства на небесах. Deine Bürgerschaft ist im Himmelreich. У тебя есть дух любви. Du hast den Geist der Liebe. Ты всегда можешь рассчитывать на Божью милость и благодать. Du kannst immer mit der Liebe und der Gnade Gottes rechnen. И дьявол не имеет на тебя никакой власти. Und der Teufel hat keine Macht oder kein Recht auf dich. Ты свет миру. Du bist das Licht der Welt. Ты истинная лоза, ты истинный отрасль от Мессии. Du bist ein wahrer, ja, Ast vom, oder Zweig vom Messias. Ты личный свидетель Иешуа. Du bist ein persönlicher Zeuge Jeschuas. Ты храм Бога. Du bist ein Tempel Gottes. Ты соратник с Богом, ты идешь вместе, ну, то есть ты вместе с Ним трудишься. Du bist ein Mitarbeiter Gottes.
Твое место уже на небесах. Dein Platz ist bereits im Himmel. Как мы сегодня читали. Wie wir es heute gelesen в комментарии к Торе. In dem Kommentar der Tora. Ты создан для добрых дел. Du bist geschaffen für das gute Werk. Ты имеешь жизнь, ты имеешь доступ к Богу. Du hast Zugang zu Gott. И в Мессии Иешуа. Und im Messias Yeshua. Ты можешь все. Kannst du alles. Это не полный список. Das ist keine vollständige Liste. Это только часть. Das ist nur ein Teil. Это то, что дает тебе вот это возрождение или новое рождение. Das ist das, was dir diese Wiedergeburt, die Geburt vom Neuen gibt. И вот эта вот новая жизнь. Und dieses neue Leben. Полная, наполненная любовью. Das gefüllt ist, erfüllt ist mit Liebe. Наполненная прощением. Mit Vergebung. И пониманием того, как Бог тебя любит и как Бог тебя ценит. Und dem Verständnis darüber, wie Gott dich schätzt und liebt. Начинает менять твою жизнь день за днем. Das fängt an, dein Leben zu verändern, Tag für Tag. Год за годом. Jahr für Jahr. Десятилетие за десятилетие. Jahrzehnt für Jahrzehnt. Помните, мы говорили, как мы меняем свое мировоззрение и мнение о себе? Erinnert ihr euch daran, wie wir darüber gesprochen haben, wie man die Weltanschauung verändern kann? Ты посмотрел назад. Oder die Meinung über sich selbst. Du schaust zurück. И увидел там неудачи. Und du siehst Misserfolge. И ты год за годом. Und Jahr für Jahr. Понимаешь себя сквозь призму тех неудач. Nimmst du dich wahr durch diese Linse der Misserfolge. Бог в Иешуа поставил этому точку. In Yeshua hat Gott dem Ganzen einen Punkt gesetzt. Прошлое – это не то, что тебя определяет сегодня в первую очередь. Das Vergangene ist nicht mehr das, was dich in erster Linie bestimmt. Сказано, мы сейчас читали. Wir haben gerade eben gelesen. Древнее. Das Alte. Прошло. Ist vergangen. Теперь. Jetzt. Все новое. Ist alles neu. Туда смотреть. Dorthin zu schauen. Приходится. Müssen wir manchmal. Для того, чтобы выносить уроки. Um Lehren daraus zu ziehen. Но это прошло. Aber das ist vergangen. Оно не имеет права определять нас сейчас и в будущем. Und es hat kein Recht, uns im Jetzt und in der Zukunft zu bestimmen. Потому что в Иешуа мы имеем новую жизнь. Denn in Yeshua haben wir ein neues Leben. И Он дал нам свой дух. Und er hat uns seinen Geist gegeben. Святой Дух, который меняет нас. Den Heiligen Geist, der uns verändert. День за днем. Tag für Tag. Год за годом. Jahr für Jahr. Десятилетие за десятилетие. Und Jahrzehnt für Jahrzehnt. Для того, чтобы произошли эти изменения, damit diese Veränderungen stattfinden können, нам нужен Святой Дух, brauchen wir den Heiligen Geist, и нам нужно понимание того, und das Verständnis davon, как Бог нас видит, wie Gott uns sieht, кто мы в Его плане. Wer wir in seinem Plan sind. Здесь есть основное препятствие для этого. Hier ist ein grundlegendes Hindernis dafür. И это препятствие, как вы, может, догадались, und dieses Hindernis ist, wie ihr ahnen könnt, звучит следующим образом. Oder klingt folgendermaßen. Ну, я не вижу в себе никаких перемен. Ich sehe in mir gar keine Veränderung. Я не вижу в нем или в ней никаких перемен. In ihr oder in ihm sehe ich keine Veränderung. Я должен это пощупать, я должен это увидеть. Ich muss es irgendwie anfassen, ich muss es sehen können. Ты не сможешь это увидеть. Du wirst es nicht sehen können. Если будешь жить с этим препятствием все время. Wenn du immer wieder mit diesem Hindernis leben wirst. Переступи через него. Du musst einfach drüber steigen. Положись на Бога. Und auf Gott vertrauen. Воспользуйся помощью Его Духа. Und die Hilfe oder Unterstützung des Heiligen Geistes nutzen. Вспомни, кто ты. Erinnere dich daran, wer du bist für Gott. И меняй свою жизнь соответствующим образом. Und verändere dein Leben auf eine entsprechende Weise. Мы можем измениться. Wir können uns verändern. По Божьей милости. Nach oder mit der Gnade Gottes. Один человек. Ein Mensch? Сравнил это с трапециями, как в цирке. Hat es verglichen mit den Trapezen im Zirkus? Когда акробат висит на вот такой планке, wenn ein Akrobat da hängt auf diesen Trapezen? И к нему другая движется. Und eine andere Person auf ihn zufliegt. Nicht Person, другая планка вот такая, другая Trapez. Ein zweites Trapez. И он понимает, что ему нужно прыгнуть на ту. Und er versteht, dass er
auf das andere rüberspringen muss. А для того, чтобы на ту влезть, для того, чтобы за ту зацепиться, und um dieses andere erreichen zu können, нужно оставить ту, на которой ты сейчас висишь. Muss er das alte, wo er gerade noch hängt, loslassen. Вот это старое я. Dieses alte ich. Вот это я такой, как я есть. Dieses ich bin so wie ich war. Такой, как я был. So wie ich bin. Я не могу измениться. Und ich kann mich nicht verändern. Все безнадежно. Und es gibt keine Hoffnung. Акробат может остаться висеть долго. Der Akrobat kann lange Zeit da hängen bleiben. Но Бог ожидает от нас. Aber Gott erwartet von uns, что мы оставим это старое. Dass wir dieses alte lassen. И прыгнем в направлении нового. Und auf dieses neue springen. Мы не упадем. Wir werden nicht fallen. Потому что как на облаках Дух Святой перенесет нас на другую трапецию. Weil der Heilige Geist uns wie auf einer Wolke auf diese anderen Trapezen ja rüberträgt. Нам там оказаться. Er wird uns helfen, dorthin zu kommen. Как апостол Павел когда-то сказал. Wie Apostel Paulus einst gesagt hatte. Братья, я не считаю, что я достиг. Brüder, ich sehe mich nicht an, als hätte ich alles erreicht. Но только забывая прошлое. Aber nur indem ich das alte vergesse. И простираясь вперед. Und mich nach vorne ausstrecke. Я стремлюсь к цели. Strebe ich das Ziel an. К почести высшего звания в Мессии Иешуа. Des höchsten Lohnes im Messias Jeshua. Так вот, оставим эту старую трапецию. Lasst uns also das alte Trapez loslassen. И прыгнем в сторону новой. Und Richtung des neuen springen. И в заключение небольшой пример из моей жизни. Und im Anschluss noch ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Может быть, многие из вас не знают. Vielleicht wissen das nicht alle von euch. Но я на самом деле боялся людей. Tatsächlich hatte ich Angst oder fürchtete ich mich vor Menschen. Я сейчас людей боюсь. Auch jetzt fürchte ich mich vor Menschen. Вы, может быть, это даже не знаете. Vielleicht wisst ihr das gar nicht. Я так хорошо ношу маску. Ich trage diese Maske so gut. Но я боюсь людей. Aber ich fürchte mich vor Menschen. Как я это побеждаю? Und wie überwinde oder besiege ich das? Тем, что я даю Духу Божьему действовать во мне. Dass ich dem Heiligen Geist ja gebe, überlasse, in mir zu wirken. И вспоминаю, кто я в Боге. Und mich daran erinnere, wer ich in Gott bin. Для чего я здесь? Wofür ich hier bin. Говорю себе это. Ich sag das immer wieder zu mir selbst. И двигаюсь дальше. Und ich bewege mich weiter. Те, кто знают мою историю, diejenigen, die meine Geschichte kennen, знают, что до того, как я уверовал, die wissen, dass bevor ich zum Glauben gekommen bin, до того, как я пришел к Иешуа, bevor ich zu Yeshua gekommen bin, я никогда не мог выступать перед людьми. Konnte ich nicht vor Menschen sprechen oder вообще не мог. Stehen, konnte gar я у доски не мог давать ответ в классе. Ich konnte nicht einmal vor der Tafel, vor der Klasse stehen und eine Antwort geben. Хотя я знал все. Obwohl ich alles wusste. И все мог решить. Und alles lösen konnte. Но я не мог говорить перед людьми. Aber ich fürchtete mich, vor Menschen zu sprechen. Когда я уверовал, als ich zum Glauben gekommen bin, я не мог остановиться говорить людям о вере. Konnte ich nicht aufhören, über den Glauben zu sprechen, vor Menschen. Причем чужим людям. Vor allem fremden Menschen. На улицах. Auf den Straßen. В тот же день, когда я уверовал. Noch am selben Tag, als ich zum Glauben gekommen bin. Я на это даже сразу внимания не обратил. Und mir ist es noch nicht einmal aufgefallen am Anfang. Я только потом посмотрел и думаю, что, с ума сошел? Erst später habe ich zurückgeblickt und dachte, bin ich wahnsinnig geworden? Я не мог себя узнать. Ich konnte mich nicht wiedererkennen. Но это то, что Дух Святой сделал. Aber das ist das, was der Heilige Geist gemacht hat. Но каждый раз, когда я иду сюда в собрание, jedes Mal, wenn ich in diese Versammlung komme, для того, чтобы выйти сюда, стать здесь и проповедовать, um hier vorne stehen zu können und predigen zu können, я каждый раз молюсь, bete ich jedes Mal, чтобы Бог мне помог, dass Gott mir hilft. И каждый раз, und jedes Mal, я напоминаю себе, кто я в Боге, erinnere ich mich selbst daran, wer ich in Gott bin, и для чего я здесь, und wofür ich hier bin. Я могу говорить. Und ich kann sprechen. Потому что он меня для этого предназначил, он меня на это поставил. Weil mich dafür bestimmt hat und dahin gestellt hat. Это просто один небольшой пример из моей жизни. Das ist nur ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Есть у вас миллионы своих примеров. Ihr habt Millionen von eigenen Beispielen. Да и у меня их больше. Und auch ich habe noch viele davon. Иешуа меняет нашу жизнь. Yeshua verändert unser Leben. Древнее прошло. Das Alte ist vergangen. Теперь все новое. Jetzt ist alles neu. Я был такой, какой я был. Ich war so, wie ich war. А я буду таким, каким Бог хочет меня видеть. Und ich werde so, wie Gott mich sehen möchte.
И я такой, und ich bin, как Бог меня видит. Wie Gott mich sieht. Если ты с Иешуа, wenn du mit Yeshua bist, у тебя это есть. Dann hast du das. Если ты еще не веришь в Иешуа, wenn du noch nicht an Yeshua glaubst, поверь в него сегодня. Dann glaube ab heute an ihn. Как? Und wie? Господь, прости меня. Sag einfach, Herr, vergib mir. Очисть меня. Reinige mich. Я измучился в этой жизни. Ich bin erschöpft durch das Leben. Измени мою жизнь. Verändere mein Leben. Я хочу попрощаться со старыми, со всеми этими неудачами. Ich möchte all das Alte verabschieden von allen diesen Misserfolgen. Я хочу новой жизни. Ich möchte ein neues Leben, которую ты обещал через пророков, das du durch die Propheten verheißen hast, и которую ты даешь в Иешуа, und das du durch Yeshua gibst. Мне нужен Иешуа. Ich brauche Yeshua. Мне нужно прощение. Ich brauche die Vergebung. Я хочу быть твоим сыном. Und ich möchte dein Sohn oder deine Tochter sein. Во имя Иешуа. Im Namen Yeshuas. Amen. Amen.